Skorpion, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Februar und März. Wir steuern schön auf den Frühling zu. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich auf jeden Fall, wobei ich die Herbst- und Winterjahreszeit auch gerne mag, aber irgendwann ist ja auch gut, ne? Ja. Von daher freuen wir uns jetzt, glaube ich, alle auf die wärmeren Temperaturen, auf den Frühling. Und gucken jetzt aber in deine Legung. Ich habe hier schon deine Hauptenergie gezogen aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Wir haben hier die Karte Details, da gehe ich gleich näher drauf ein. Sage jetzt erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot. Kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte, mit dem Lenormand. Ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie. Eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du auch den Link zu den Kanalmitgliedschaften, zu den privaten Legungen. Und zu meinem Instagram-Kanal, der dreht sich allerdings nicht um das Thema Kartenlegen, der dreht sich um Fotografie. Wenn du da Interesse hast, vorbeizuschauen, vielleicht selber da aktiv bist und fotografierst, freue ich mich sehr über Nachricht von dir. Oder freue ich mich sehr, wenn wir uns da treffen. In der Infobox sind auch noch einige andere Links, schau einfach mal rein. Wir kommen jetzt aber natürlich zu deiner Legung, denn darum geht es ja hier. Und du guckst, dass du in einen Zustand kommst, in dem du hier gut spüren kannst, ob das Ganze hier deins ist oder nicht. Und ich spüre mich mal in die Energie der Karte rein. Details steht in irgendeiner Art und Weise für Details. Das kann sein, dass einem etwas klar wird, dass man Dinge klarer sieht, dass es aber auch mal auf Kleinigkeiten ankommt. Was es letztendlich ist, ich spüre mich mal rein. Ich habe das Gefühl, dass für dich die Erkenntnis im Detail ein bisschen steckt, dass es wichtig ist, dir manche Dinge genau anzugucken und dann nicht irgendwie innerlich drüber zu wischen, weil du sonst nicht weiterkommst, sondern du kommst weiter, indem du ein bisschen face to face mit bestimmten Zusammenhängen, Dingen, Situationen, wie auch immer gehst. Das ist mein Gefühl erstmal dahinter. Und ich gucke mal, was die Neunerlegung sagt. Ich lege die erstmal komplett aus. Und dann kommen wir in die Deutung. Ich sage jetzt erstmal etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Die Hauptenergie der Neunerlegung ist der König der Schwerter. Der kann für dich stehen, der kann aber auch für wen anders stehen, für Männlein wie für Weiblein. König der Schwerter, eine Person, die sehr über die Ratio geht und eher wenig Kontakt zu den Gefühlen hat. Jetzt komme ich in die obere Reihe. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, die mittlere Reihe die präsente Entwicklung und die untere Reihe die potenziell zukünftige Entwicklung. Der Magier steht für eine Neuausrichtung. Die Fünf der Schwerter für ein Denken, Fühlen, Handeln aus emotionalen Verletzungen heraus. Und dann haben wir die Acht der Kelche für das Verlassen einer Situation, die ausgedient hat. Und das Hinwenden zu dem, was jetzt erfüllend ist im Leben. Dann kommen wir in die mittlere Reihe. Da haben wir die Drei der Schwerter für verletzte Gefühle. Dann haben wir die Königin der Kelche. Kann für dich stehen, kann auch wieder für wen anders stehen. Eine Person, die sowohl in sich als auch nach außen hin gut fließen lassen kann. Die erste Reihe der potenziell zukünftigen Entwicklung, die Liebenden, für die Liebenden oder für eine Entscheidung, die man trifft. Dann haben wir die Acht der Schwerter für eine Art Gedankengefängnis, also ein starkes in Ängsten, in Sorgen,
in starken Glaubenssätzen wandeln und sich auch das Gefühl haben, man kann sich emotional nicht groß in irgendeine Richtung bewegen. Und da kann man eben drin sein, man kann das aber auch lösen und sich dann befreit fühlen und ohne das weitergehen. Wir werden sehen, was das bei dir genau meint. Und dann haben wir mit den 6 der Stäben Erfolg, etwas, was geschafft, etwas, was erreicht wurde. So, und dann gucken wir mal. Die erste Karte der Neunerlegung, König der Schwerter. Ich spüre mich rein und muss auch mal spüren, ist es denn deine Energie oder nicht? Also erstmal, ich weiß es noch nicht, ob es deine Energie ist oder nicht, aber ich fange mal an zu sprechen. Ich finde es eine sehr harte Energie. Der König der Schwerter kann durchaus mal ein bisschen weicher rüberkommen, da können auch noch andere Gefühle mitkommen. Hier ist es irgendwie jemand, bei dem man emotional gar nicht landen kann. Weil die Person selbst nicht auf der Ebene zumindest momentan schwingt. Auch eher das Gefühl, das gehört wem anders. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Hier haben wir den Reiter für in die Bewegung kommen, in die Dynamik kommen. Und dann haben wir das Schiff für ein Weiterziehen oder auch mal für Sehnsucht. Folge deiner Sehnsucht, bleibe nicht da. Das ist das, was kommt. Folge dem, wo du hingehen möchtest. Und jetzt ist der König der Schwerter ist nicht deine Energie. Das nehme ich nicht so wahr. Ich habe das Gefühl, also der König der Schwerter könnte ein jetziger Partner sein, der für dich emotional überhaupt nicht erreichbar ist und mit dem du nicht glücklich wirst. Der König der Schwerter kann hier ein Vaterthema darstellen. Das heißt, du hattest einen Vater, der so war und der dich natürlich sehr geprägt hat und der in dir auch noch lebt. Und deine Beziehungsmuster, die du jetzt zeigst, in Beziehungen mit anderen Partnern, also mit jetzigen Partnern, geprägt sind von den Erfahrungen mit diesen Menschen. Es kann sein, dass du dich immer nicht angenommen fühlst, weil du das mal so kennengelernt hast. Und die Muster, die sich bei dir daraus entwickelt haben, dass du dich nicht angenommen fühlst, du jetzt in Beziehung auslebst, obwohl die da gar nicht hinpassen. Weil dein heutiges Gegenüber ganz anders ist und sich immer fragt, was hat sie denn? Ich tue ihr doch nichts. Und du immer aber das Gefühl hast, ne? Also du wendest da was anderes drauf an. Das kann das sein. Das heißt, es kann sein, wenn du einen Partner hast, jetzt der so ist, könnte es sein, dass du da mehr die Wege findest, mit denen du glücklich wirst. Dich dem zuwendest, mit dem du glücklich wirst. Das muss nicht gleich eine Trennung bedeuten. Was es bedeutet, das musst du selber für dich rausfinden. Es geht erstmal, glaube ich, darum, sich selber zu finden und von diesem Muster runterzukommen, auszusteigen, indem du selber drin bist. Es kann aber auch sein, dass du jetzt entweder gar keinen Partner hast oder aber du hast ein Gegenüber, mit dem du aber nicht zusammen bist, aber wo die Gefühlslage eigentlich wer anders ist. Oder du hast einen Partner, mit dem es der ganz anders ist als der und du kannst es nicht richtig annehmen. Auf jeden Fall hast du hier noch was. Gucke mal genau hin, setze dich damit auseinander, was dich wirklich blockiert. Und wo es angesagt ist, deiner Sehnsucht zu folgen, das auch zu verlassen, die Situation, das zu lösen, in dir zu heilen und dem zu folgen, was dein Herz wirklich möchte. Der Magier, die 5 der Schwerter und die 8 der Kelche.
In der oberen Reihe die Entwicklung aus der Vergangenheit. Der Magier. Du wolltest irgendwie was anders machen, aber irgendwie hast du noch zu viel Altes mit dir rumgeschleppt. Ich ziehe mal zwei Karten dazu. Hier haben wir die Sense, die steht für Unterschiedliches. Und dann haben wir den Brief für etwas wird einem klar, etwas zeigt sich einem oder auch mal Kommunikation. Dir ist klar geworden, auf was für Schwierigkeiten du noch gesessen hast zu diesem Zeitpunkt. Oder klar geworden, dass erstmal überhaupt, dass du auf Schwierigkeiten gesessen hast. Es ist wie, ich sitze irgendwie auf einem brodelnden Kessel oder wie auch immer. Ich sitze auf was, wo ich Schwierigkeiten mit habe in der Gefühlswelt und ich versuche, was anders zu machen. Aber und versuche das dabei auszublenden, aber dieses Ausblenden bringt halt nichts. Man muss es sich angucken, face to face mit den Dingen gehen. Gucken, was ist denn da jetzt wirklich los? Nicht davor weglaufen. Je mehr man sich das anguckt, umso akuter wird es erstmal, was man in sich trägt, weil man dem ja Raum gibt. Aber das ist die Chance, die man hat, damit das Ganze eben dann auch gehen kann, ne? Es kommt dann hoch und dann kann es sich auch lösen. Und hier ist ein, die ist klar geworden, dass da was ist, womit du dich auseinandersetzen könntest, damit es dir besser geht. Und damit das auch klappt, wirklich in eine innere Neuausrichtung zu gehen, die nicht noch blockiert ist von, ja, ich sag mal, Lasten, die man mit sich rumschleppt. Die 5 der Schwerter. Ich habe das Gefühl, dass es hier sehr akut ist. Ein sehr akutes Gefühl, weil dass so Verletzungen aus der Vergangenheit oder etwas, was man eben in sich trägt, nach oben kommt. Hier haben wir die Eulen. Für Lebendigkeit können die stehen, aber auch für Hektik oder Stress. Und dann haben wir mit dem Mond die tiefe Gefühlswelt, alles Unbewusste. Ja, und das sagt es nochmal, die Eulen nehme ich akut wahr. Das ist diese eine akute Schwierigkeiten. Etwas, was du, was irgendwie an der Oberfläche war, vielleicht sogar getriggert noch durch was anderes im Außen. Ich glaube aber, dass es alte Dinge sind, die sich hier im Großen und Ganzen gezeigt haben und deine Gefühlswelt für dich sehr schwer gemacht haben. Ich nehme hier wirklich, wirklich auch Verzweiflung wahr innerlich. Ich nehme hier einen großen inneren Stress wahr. Hier ist es irgendwie, hat sich das schon sehr stark gezeigt. Die 8 der Kelche. Und das war für dich hier auch ein Moment zu sagen, okay, und ich muss mich bewegen. Ich muss mich bewegen, ich muss es angehen. Ich nehme das nicht so wahr, dass du schon fast bei der Sonne bist. Ich nehme das nicht so wahr, dass du noch komplett bei dem bist, was eigentlich nicht so einfach im Leben ist, was dir auch nicht so gut tut, sondern ich nehme das wahr, ein sich entschlossen auf den Weg machen, das zu lösen, was dir selber Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen oder in der bestimmten Liebesbeziehung, die du im Kopf hast, bereitet. So, dann haben wir die 3 der Schwerter, den König der Schwerter und die Königin der Kelche.
Mit den drei der Schwertern. Ich habe das Gefühl, dieser Prozess ist irgendwie weiter akut. Also das hält sich sehr darin, dem auch gewahr zu sein, was da immer mehr an die Oberfläche gekommen ist. Wir haben hier den Berg für Hindernisse, Blockaden. Und das Haus für ein materielles Zuhause oder ein Zuhausegefühl oder auch mal Komfortzone oder Abgrenzung. Entschuldigung. Haus sind für mich Beziehungssysteme. Und das kann schon zu einem Partner, zu einem Wunschpartner sein. Der Berg ist für mich sehr offen. Also offen in dem Sinne, das zeigt sich dir einfach auch hier nochmal akut, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt. Und dass du wirklich Schwierigkeiten hast, wo du hier schon ja deine Prozesse angefangen hast und das ein weiterer Schritt in diesem Prozess ist, über den wir jetzt oben schon länger gesprochen haben. Schwierigkeiten in einer Beziehung oder irgendwie im häuslichen Bereich. Es kommt hier nochmal ganz akut. Und der König der Schwerter ist entweder ein jetziger Partner oder es ist jemand, aufgrund dessen du in diese inneren Schwierigkeiten mit den Gefühlen, die du auch hast, gekommen bist. Wo der Weg ist. Weg davon, folge deiner Sehnsucht, folge dem, was dich zu dir bringt, was dir Liebe für dich selber gibt, und löse dich davon. Das ist eigentlich, hier die wichtige Sache, ne? Und wir haben hier ganz stark, gerade bei den beiden, aber ja auch da oben, dieses guckt genau hin. Es ist nicht die Zeit, davor wegzulaufen. Hier hast du es nicht ganz präsent gehabt und deine Zeit ist aber, dir das anzugucken, was ist dieser Berg? Was ist das eigentlich? Die Königin der Kelche. Es ist deine Energie. Und ich habe das Gefühl, in einen Zustand, in dem du fließen lassen kannst und dich dabei auch gut fühlst, kannst du kommen, wenn du Abstand zu ihm, wer oder was auch immer er ist, bekommst. Also, ne, ob es jetzt eine aktuelle Person ist oder ein Muster, was du mit dir rumträgst. Abstand bzw. Lösung bringt ja auch nichts, die Dinge wegzuschieben. Man muss aber häufig erstmal Abstand zu etwas kriegen, um damit nicht mehr so emotional, ich sag's mal, identifiziert zu sein, sondern da eher auch zwischen sich und dem eine Grenze zu empfinden, sich überhaupt spüren zu können, ohne ständig mit dem anderen verwoben zu sein. Das ist das, was ich hier meine. Kommst hier in einen Zustand, in dem du sehr gut für dich selber, viel besser für dich selber sortieren kannst, differenzieren kannst und dich weiter von dem lösen kannst. Die Liebenden, die Acht der Schwerter und die Sechs der Stäbe. Ich habe mit den Liebenden das Gefühl, dass du erkennen kannst, dass entweder dein Gegenüber, was ich jetzt mal eher als anders wahrnehme als diesen König der Schwerter, dass dein Gegenüber ja auch tatsächlich anders ist als der König der Schwerter. Du kannst differenzieren. Es ist sehr wahrscheinlich oder es gibt eine Möglichkeit,
dass du ein Gegenüber hast, was überhaupt nicht ist wie der König der Schwerter, auf den du aber deine ganzen Muster wirfst und viel rein projizierst. Hier kannst du differenzieren und hier wird es dir nochmal klarer, auch im Kontakt mit dem Gegenüber oder wenn du ihn dir vorstellst, wenn ihr auch vielleicht gerade nicht zusammen seid, keinen Kontakt habt, wie auch immer, aber dass das eine ganz andere Person ist und dass die auch viel Liebe hat und sehr warm ist. Wir haben hier die Fische für Gefühle, da kann aber auch eine Person mit hinterstehen, die einem wichtig ist. Und die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Ja, die Gefühle bekommen den Durchbruch. Die Gefühle, ohne was rumprojiziertes aus einem schlimmen Muster, aus schlimmen Erfahrungen raus oder schwierigen Erfahrungen raus. Die Gefühle bekommen Vorrang. Es ist ein Fließen lassen, es ist ein Spüren und ein Differenzieren können, dass das nicht dein Gegenüber ist, sondern dass dein Gegenüber, wenn sich das hier direkt um direktes Gegenüber dreht, anders ist, wenn du gerade irgendwie, du kannst erkennen, dass andere das aus anderen, das muss ich kurz meine Gedanken sortieren, du kannst erkennen, dass andere Männer, nehmen es mal hier so, wie es hier liegt, anders funktionieren, anders drauf sind, als du es mal kennengelernt hast. Ne? Oder es gibt ein Gegenüber und das kannst du dann besser erkennen. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, Gefühle fließen lassen, erkennen, dass da jemand ist, der sehr warmherzig ist. Die Achterschwerter. Ich habe das Gefühl, das ist ein liebevolles nochmal zurückgucken. Ein liebevolles nochmal zurückgucken können und aus einer ressourcierten Position raus, in der du schon relativ raus bist aus dem Muster, aus einer ressourcierten Position raus dich nochmal rückblickend erkennen kannst. Das ist nochmal ein ganz großer Heilungsschritt, wenn man aus einem Muster raus ist und dann nochmal zurückguckt und nochmal sich selbst auch in dem, wie man da in Anführungsstrichen unvollkommen war, sich einfach lieb haben kann und sich in Gedanken nochmal in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb, jetzt komm her. Ne, damit da nochmal, da fließt nochmal viel Heilung durch. Die 6 der Stäbe. Ja, mit den 6 der Stäben ist das dann auch mal geschafft. Ist das dann auch mal geschafft? Das ist wirklich ganz schön viel. Und wir sehen, dass viele Prozesse eher in der Vergangenheit liegen. Und jetzt aber nochmal, ich glaube, nochmal so ein Akutpunkt kommt, so ein Nadelöhr kommt, durch was du durchgehst. Und dann wird es sukzessive auch besser. Zeitlich musst du immer gucken, stimmt es so für dich überein, wie es hier liegt, oder ist es anders? Aber so ist es jetzt erstmal, wie es hier liegt. Ja, lieber Skorpion, nicht ganz einfach, aber sehr gut. Ich ziehe eine Karte aus dem Aspekte-Kartenset für dich. Welcher Aspekt trägt dich durch? Da haben wir die optimale Lösung. Ich weiß jetzt, wie. Und dann, die lasse ich aber wie gesagt bei dir. Da guck mal, was das mit dir macht, wie sich das entfaltet. Und ich ziehe eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Die lasse ich auch bei dir. Da kannst du schauen, stimmt der ganze Text, passt der ganze Text oder ist es vielleicht nur ein Satz, der bei mir resoniert? Mein inneres Kind ist Profi im Loslassen. Ich beschäftige mich nicht mit Fragen und suche nicht nach Antworten. Es flüstert in mir, lass die Fragen im Raum stehen. Lass sie sein, lass los. Jede Frage beinhaltet bereits die Lösung. Lösungen musst du nicht suchen, sie finden zu dir, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wenn du keinen Antworten mehr nachjagst, werden sie den Weg zu dir finden. Dankbar nehme ich die Worte meines inneren Kindes an. So, und jetzt ziehe ich noch 3 Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine momentane Beziehungsenergie, der Bube der Schwerter.
Kann mal für Lernen stehen, steht häufig für ein, sich die Dinge etwas auf der reflexiven Ebene angucken. Dann haben wir den Ritter der Schwerter, der kann dafür stehen, dass man sich eine gute Haltung in etwas entwickelt hat und dann eben auch seinen Weg straight geht, ohne groß zu diskutieren. Kann aber auch mal dafür stehen, dass man vor einem Thema wegläuft. Und die Energie deines Gegenübers, die drei der Stäbe, eine Ausrichtung in eine bestimmte Richtung. So, jetzt gucken wir in den Buben der Schwerter und in den Ritter der Schwerter. Ja, der Bube der Schwerter ist hier die Auseinandersetzung mit deinem Thema. Man guckt sich das an, man begreift das immer mehr. Und ich habe das Gefühl, setzt auch um. Du setzt halt auch um. Ne? Bist gerade einfach mit deinem Thema beschäftigt, was deine Beziehung oder Wunschbeziehung oder auch nur in Anführungsstrichen nur, wie du gerne eine Beziehung leben würdest, belastet. Der Ritter der Schwerter. Der kennt den Weg. Hier steht auch, ich weiß jetzt wie, bei optimale Lösung. Und der Ritter der Schwerter kennt den Weg und der geht den auch. Das ist der Weg, ich habe es jetzt verstanden, ich bin nicht mehr am Straucheln und ab geht's. Ja, und jetzt, das ist die verbindende Beziehungsenergie und jetzt gucke ich in der weiterführenden Legung in die drei der Stäbe rein, lege um diese Karte drumherum das keltische Kreuz, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link dazu ist in der Infobox, in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst und freue mich auch sehr, wenn wir uns entweder gleich oder hoffentlich bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dann!